Auf dem vom Bezirksamt erworbenen Grundstück zwischen Adam- und Jägerstraße, wo sich früher ein städtischer Bauernhof befand, ist nun ein neuer Spielplatz für Kleinkinder entstanden. Das bislang etwas ungeordnete Grundstück mit der Durchwegung zwischen Adam- und Jägerstraße wurde komplett neu gestaltet. Im Vorfeld gab es dazu eine umfangreiche Bürgerbeteiligung, bei der nicht nur Anwohner und interessierte Bürger gefragt waren, sondern auch die Meinung von Kindern, Eltern und Erziehern aus den umliegenden Kitas. Und in Anlehnung an die frühere Nutzung entschieden sich die Kinder und die Planer für das Motto Bauernhof. Das ist ja eine relativ kleine Fläche von 700 Quadratmetern, auf denen aber richtig viel entstehen konnte. Dass das so gut durchgeplant wurde, ist es sicherlich auch unserer Architektin und Landschaftsarchitektin Frau Lechner zu verdanken. Denn auf so einer kleinen Spielplatzfläche so viel unterzubringen, war, glaube ich, eine Herausforderung, ist aber, finde ich, fantastisch gelungen. Das Gesamtprojekt kostet 660.000 Euro, aber kein Schreck bekommen. Es sind erst 30.000 Euro ungefähr hier jetzt verbaut worden. Es werden also noch über 400.000 Euro investiert, da aber die Durchlegung an der Jägerstraße, die soll noch in diesem Jahr, vermutlich aber erst Ende des Jahres, beginnen. Es gibt in Spandau Spielplatzpaten für öffentliche Spielplätze. Und so konnten wir auch bei einer Aktion, die wir hier zu Baubeginn gemacht haben, die Kita der Evangelischen Landstirngemeinde gewinnen. Und als Elternpaar freuen sich auch über den Spielplatz? Ja, natürlich. So muss das sein. Mal gucken, ob das so schön bleibt, so aufgeräumt und sauber. Ja, wirklich. Also, die 33. Spielplatzpate ist sozusagen die Kita der Evangelischen Landstirngemeinde. Vielen Dank dafür. Passen Sie auf Ihren Spielplatz und unseren immer gut auf. Machen wir. Und danke schön, dass Sie ein bisschen Auge drauf haben. Machen wir gerne.